Liebe Gäste, wir sind heute hier in der Documenta-Halle, um die Ausstellung Kunst trotz Handicap zu sehen. Hier werden Kunstwerke voller Einfallsreichtum und Ausdruckskraft gezeigt. Kunst weckt auf. Die Bilder und Skulpturen regen uns zu Gesprächen an. Wenn wir die Geschichten zu den Werken kennen, erkennen wir neue Blickwinkel auf das Leben der Künstler, auf unsere Gesellschaft und am Ende auch auf uns selber. Kunst verbindet. Viele der ausgestellten Werke sind in Ateliers und Kunstgruppen entstanden. Hier treffen sich Menschen, die Spaß an der Gestaltung haben, die ihre Gefühle über die Kunst ausdrücken. Es geht hier aber nicht nur um das künstlerische Schaffen an sich, nicht nur um die Frage der richtigen Technik und der passenden Farbe, auch die Begegnung miteinander, der gemeinsame Kaffee nach dem Arbeitstag, vor der künstlerischen Arbeit und die Gespräche sind wichtig. Kunst fördert. Der Strich soll gerade werden. Die Farben sollen sich genau verbinden. Alles soll zusammenpassen. Die Künstler sind bei der Arbeit besonders aufmerksam und vertiefen sich in ihr Werk. Ungeahnte Talente treten zutage und die Ausdruckskraft wird sichtbar. Inklusive Kunst. Kunst ist nicht exklusiv. Das heißt, sie ist nicht nur für die Hochtalentierten, die Reichen und Schönen da. Kunst bringt unterschiedliche Menschen zusammen, sowohl beim Entstehen als auch beim Betrachten. Dafür braucht es keine Worte in einer Sprache. Blicke und Gesten reichen aus, um sich zu verstehen. Kunst trotz Handicap. Oder genauer, Kunst trotz Handicaps, egal welcher Art. Mit all ihren guten Eigenschaften schafft es die Kunst, Menschen, die verschieden sind, für eine gemeinsame Sache zu begeistern und zu verbinden. Das Leitmotiv der Evangelischen Bank lautet: Uns verbinden Werte. Auch Kunst verbindet Werte. Das heißt, Respekt, Vertrauen, Wertschätzung und Offenheit sind Werte. Diese Eigenschaften bedeuten uns viel und sind uns wichtig. Diese Werte sind auch bei dieser Ausstellung wichtig. Das heißt, mit Respekt, Vertrauen, Wertschätzung und Offenheit gehen wir mit den Künstlern und ihren Werken um. Deshalb ist es für die Evangelische Bank eine große Freude und eine besondere Ehre, diese Ausstellung zu unterstützen. Wir schätzen die Arbeit der Künstler, die mit so viel Hingabe die hier ausgestellten Werke geschaffen haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Kunstwerke auf sich wirken lassen und dass Sie die Geschichte zu den Werken und die Menschen dazu sehen. Genießen Sie die Ausstellung.